Mal sehen, wie lange der Phantombildzeichner braucht, um zu merken, dass ich ihn beschreibe. Hallo und herzlich willkommen zu den Fakten am Sonntag. Wir fackeln nicht lange und starten jetzt Nummer 41. Fakten! Von Wien nach Peking braucht man mit dem Zug ca. 190 Stunden. Das sind fast 8 Tage. Seelöwen lieben es zum Zeitvertreib, Meeresleguane am Schwanz zu ziehen. Die Regenwaldameisen Cautalacis muticus legen ihren Bau trocken, indem sie das Wasser trinken und draußen wieder auspinkeln. Jährlich ersticken ca. 100 Menschen an Kugelschreiber. Es dauert 40 Minuten, um ein Straußenei hart zu kochen. Bis zu 250.000 Euro können in einen Geldautomat stecken. Das Männchen der Tiefseeanglerfische lebt festgewachsen am Weibchen. Coca-Cola wäre ohne die Farbstoffe grün. Der trockenste Punkt der Erde ist Calama. Diese befindet sich in der Atacama-Wüste in Chile. Dort ist noch nie ein Tropfen Regen gefallen. Jetzt frage ich mich wiederum, wie können die das wissen? Vielleicht ist ja irgendwann mal ein kleiner Tropfen, weil er sich verirrt hat, da runtergekommen. Hadopi. Die französische Behörde zur Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen im Internet erhielt 2010 eine Anklage wegen Urheberrechtsverletzung. Für ihre Logo verwendeten sie eine urheberrechtlich geschützte Schrift. In den letzten 3500 Jahren gab es insgesamt nur 230 Jahre ohne Krieg in der Welt. Sollte uns mal zu denken geben. Die größten Lebewesen der Erde sind Pilze. Im US-Bundesstaat Oregon wurde ein dunkler Hallimasch, ein Pilz der Art Amylaria ostiae, entdeckt, der unterirdisch, also 90 cm unter der Oberfläche lebt. Er besitzt eine Größe von 880 Hektar, was 8.800.000 Quadratmeter sind. Der Pilz ist ca. 2400 Jahre alt und ernährt sich von Baumwurzeln. Ja, wenn man bei Google nach Tilt sucht, dann wird der Bildschirminhalt gekippt. Bei mir hat's auch geklappt. 2001 gaben ca. 300.000 Briten bei der Volkszählung an, der Religion Jedi-Ritter anzugehören. Das waren 0,7% aller Briten. Wissenschaftler haben 200.000 Wissenschaftler haben 200.000 Sträuße über 8 Jahre beobachtet. Kein Strauß steckte in dieser Zeit seinen Kopf in den Sand. Es gibt ja wirklich bescheuerte Fakten auf der Welt. Ich bin immer auf der Suche danach. Wenn ihr eventuell auch welche habt, die ihr gerne mal im Video sehen wollt, dann schreibt es doch einfach mal in den Kommentaren. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, dort oben geht's um mein letztes Video. Da kommt dann die Playlist und da könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr Lust habt. Über ein Abo freue ich mich schließlich immer. Wer tut das denn nicht? Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die Woche. Tschüss! Woo!